dann herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Anoushka Loves Egypt. Ich habe diese Zucchinis geerntet. Wir haben momentan viele Zucchinis und deswegen mache ich Kuchen daraus. Einmal einen veganen Kuchen und einmal ganz normal mit Eier. Für den Zucchini-Kuchen braucht man 200 Gramm Zucchini, eine halbe Bio-Zitrone, 200 Gramm zimmerwarme Butter, 230 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, eine Prise Salz, 375 Gramm Mehl, 5 Eier Größe M, da nehme ich ein paar mehr, weil meine Eier sind kleiner, ein Päckchen Backpulver und 100 Gramm Joghurt. Also zuerst kommt die Butter in die Schüssel und dann der Zucker hinzu, auch der Vanillezucker und es wird dann verrührt. Dann kommen die Eier rein und das wird dann schon verrührt. So muss das dann aussehen, wenn es fertig verrührt ist. Dann füge ich jetzt eine Prise Salz hinzu. Geriebene Zitronenschalen, Backpulver, ein Päckchen, ein Teil vom Mehl. Dann verrühre ich es und füge dann später nochmal Mehl hinzu. Jetzt treibe ich die Zucchini und die kommt dann auch noch hier rein. Im Rezept steht, man soll die Zucchini schälen und die Samen rausschneiden. Das lasse ich weg. Ich mache die komplett rein. Ich schneide nur die Spitzen ab. Hier schneide ich dann ab. Jetzt ist der Zucchini gerieben und 100 Gramm Joghurt ist noch reingekommen. Man kann auch noch anstatt Zucchini Hokkaido-Kürbis reinreiben oder Karotten. Das geht auch. Und das wird jetzt untergehoben. Sauber untergehoben. So sieht der Teig jetzt aus. Bei mir kommt er jetzt in eine Kastenform, kann man auch in eine runde Form machen, je nachdem wie man das möchte. Jetzt kommt der Kuchen in den Ofen bei 180 Grad, ca. 45 Minuten. Ich bei meinem alten Ofen muss ja immer gucken, ob das reicht. Für den Zitronenguss presse ich eine halbe Zitrone aus und mache einen Esslöffel Zucker rein. Das verrühre ich dann, mache ich dann über den Kuchen. Wer mag, kann natürlich statt Zitronenguss auch Schokolade drüber machen, da muss man die im Wasserbad schmelzen und über den fertigen Kuchen gießen. Der Kuchen jetzt aus. Man kann da grüne Stellen erkennen. Also sieht man, dass Zucchini drin ist. Ich probiere auch mal. Schmeckt schon. Okay. Schmeckt nochmal schon eine Sache. Sauce.
Schmeckt gut. Okay, gut, ich probiere. Ja. Schmeckt eigentlich nicht nach Zucchini, sondern einfach nur nach Kürbis. Ich mache heute einen veganen Zucchini-Kirschkuchen. Dazu brauche ich 250 Milliliter Wasser, 500 Gramm Kilo Kirschen, das ist jetzt ein Kilo, also die Hälfte davon, 500 Gramm Mehl, eine Prise Salz, Hefe, ca. 600 Gramm Zucchini. Zuerst füge ich das Wasser hinzu, dann kommt die Hefe rein, die wird da aufgelöst und eine Prise Salz. Die Hefe ist aufgelöst und jetzt schneide ich vom Zucchini die Spitze ab. Jetzt wird die Zucchini gerieben. Kurz verrühren und dann kommt das Mehl rein. Dann wird es mit den Knethaken verrührt. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich keinen Zucker reingemacht habe. Ich mache generell wenig Zucker in Kuchen rein, weil wir auch Diabetes in der Familie haben und da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man das auch selber später im Alter bekommt. Und wenn man zuckerreduziert isst, dann ist man schon mal gewöhnt daran. Aber wer Zucker mag, kann hier noch 100 Gramm Zucker hinzufügen. Der Teig ist fertig, der darf jetzt abgedeckt gehen und meine Kirschen dürfen auftauen. Der Backofen wird vorgeheizt und jetzt muss man die Backform einfetten. Ich habe hier eine Backfolie und einen Tortenring. Ich kann natürlich auch eine Springform nehmen. Was wichtig ist, wenn man veganen Kuchen macht, dass man die Form nicht mit Butter einfettet, sondern mit Öl. Und das mache ich jetzt. Der Teig ist gut gegangen und kann jetzt in die Form gefüllt werden. Der Teig ist jetzt in der Form und dann fülle ich einfach die Kirschen rein. Die sind nicht ganz aufgetaut, aber es geht trotzdem schon. Und da verteile ich jetzt ca. 500 Gramm Kirschen, also die Hälfte von der Schüssel, die ich habe. Das kommt jetzt in den Ofen rein. Das wird jetzt zu Saft gemixt. Leicht gefroren war, es ist eher ein Sorbet geworden. Ist auch nicht schlecht. Es ist schön erfrischend. Der Kuchen ist fertig und muss jetzt abkühlen und dann kann er auf eine Kuchenplatte. Jetzt schneide ich den Kuchen an. So sieht er aus. Kuchen ist schön locker geworden. Die Zucchini sieht man ganz leicht, diese grünen Streifen. Gut. Vielleicht doch noch ein bisschen Zucker reinmachen. Aber sonst gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Salam.